Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Ja. Erwache. Es scheint hier keiner. Es muss eine. Ja. Es scheint. Ach, dreimal reicht jetzt aber. Frage ist, folgt er mir? Er folgt mir, okay. Ich hatte nämlich jetzt irgendwie was im Internet gelesen und da habe ich manchmal gelesen, dass der einem nicht mehr folgt. Man dann irgendwie so ein Buch cheaten muss, aber das lässt sich wohl ein bisschen noch beheben hier. Ja. So, perfekt. Gucken wir hier nochmal. Ob hier irgendwas ist. Es kann ja nicht sein, dass dieser kleine unbedeutende Raum das Wichtige ist. Ich sehe halt. Das Ding ist aber, du musst ja an den unmöglichsten Stellen hingehen. Freundchen, dieser Raum ist übrigens eine Sackgasse. So, hier ist aber auch gar nichts. Null, 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 gar nix. Das ist doch alles ein bisschen komisch. Mein Freund. Dieser Ort. Ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier. Ach, vergiss es. Es ist bestimmt nur Einbildung. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Es ist doch, bringt doch gar nichts. Da komme ich auch nicht hoch. Überhaupt, wo ist das Gitter hin? Noch mal ein Gitter. Da liegt er falsch. Ich lese mir noch mal den ganzen. Workaround durch.
anscheinend sollen wir wohl irgendwie in die in den rechten Stollen gehen. Wieder in den Tiefen. Da ist angeblich ein versteckter Schalter. Okay, dann versuchen wir das mal. Auch wenn ich dieses Ding eigentlich erkundet habe bis zum Exodus. Und hier nichts ist. So. Außenwände an dieser Säule ist auch nix. Ach nee, hier war das Gitter. Hallo? Mhm. Pergamenthälfte. Hefte? Stand, glaube ich, nur Hefte. Erwache! Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Ja, nun? Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ja. Dazu müssen wir dann ganz bestimmt den ganz großen Raum. Moment, hat er wie getan. Bleibt der Kerl. So. Was denn? Warte mal. Das ist interessant. Also, ich kann diesem Ort beim Westen, wenn nichts Interessantes abgewinnen. Und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Was für ein gewisser Ort? Die große Halle vorhin kam mir sehr seltsam vor. Lass uns noch mal dorthin zurück. Okay. Was für... Meine Güte. Oh, gehen wir in die große Halle. Nur für dich, mein Freund. Hier zwischen den Säulen hat er sich doch irgendwie so angestellt, als wäre da was. Noch langsamer und dann können wir das Let's Play auf 1000 Folgen strecken. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe.
Ja, nu. Mal was. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Und wie? Aha. Okay. Ach du Scheiße, ist ein Labyrinth hier. Ich hätte gern das Schwert, was da drin steckt. Na egal. Dann nämlich. Das ist ein ziemlich merkwürdiger Ort. Das ist eine Sackgasse. Und irgendwas ist hier. Er hat dieses Geräusch gerade gehört. Oh Gott. Ganz viele Blumen. Nichts. Außer ein Labyrinth. Labe mit Win. Kann Sachen aufheben, während man die Fackel in der Hand hat. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Hier ist das Einzige, was von interessanten Belang ist. Weil irgendwie auch noch nicht so vollständig. Ich darf nicht immer. Zweitausend Jahre später. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon wohin. Hier. Falscher Weg. Die zweite Abbiegung links. Oder rechts. Jetzt bin ich durcheinander. Hier. Ball. Getan. Ich bin gerade irgendwie an der Decke laufen sehen. Ich höre Doppelschritte, das ist gut. Ja, hier. Die Blue.
Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Alles klar! Freundchen. So. Na. Ah, stirb! Ja, kaum Schaden. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Erstmal ein paar Schnitzel essen. Frage ist, steht er jetzt wieder auf, der Mann? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Dein fucking Ernst? So, ich glaube, der ist tot. Was muss ich denn jetzt tun? Ich glaube, das ist absolut gar nichts hier unten gibt. Zu guter Letzt griff er mich völlig wahnsinnig geworden. Auch noch an Konga hat sich bestimmt große Sorgen gemacht, wenn er hier von der Fall. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Es ist ja ganz nah. So. In der nächsten Gelegenheit sollte ich auch mal kaufen. Wir beginnen den Satz lieber nochmal neu, meine Damen und Herren. Bei der nächsten Gelegenheit sollte ich nochmal versuchen, Fackeln zu kaufen. Ich nutze sie zwar extremst selten, aber manchmal. Baal ist übrigens tot. Ja, Baal-Geruf. Ja. Ich glaube, ich bin auf dem Weg nach draußen, oder? Es hört sich alles richtig an. Absolut wunderbar. Ich wollte gerade sagen, wir sind da unten direkt in der Mitte unter der Kuppel, aber wir sind da wirklich eher am Rand der Kuppel. Was wir auch gemerkt haben, wo wir spätestens im Sumpf. Auf ganz normalem Gelände, wo man hätte eigentlich laufen sollen. Es wäre eine Abkürzung. Ich werde sterben. Weil es ist ja tatsächlich irgendwo realistisch, dass man stirbt, wenn man auf so Äste aufprallt. Aber mit ein bisschen Ski... Was? Mit ein bisschen Skifahren... ist das gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Ja.
Nice. Kleiner! Oh. Bist auch zu unfähig für alles. Schlafen, das ist mir zu dunkel hier gerade. So. Irgendwo hier ist doch ein Bett bestimmt. Ja, hier. So, alle Tasten drücken, damit man einmal schlafen kann, ist auch mal vernünftig. Korangar. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wer höher ist, Bard oder Kor. Ich glaube, Kor ist höher als Bard, ne? Es kann aber auch komplett andersrum sein, deswegen ich schieße mich da lieber auf nichts fest. Da. Was sagst du auch beim Six? Bist du es Core? Ne, du bist Core. Willst du mir jetzt sagen, dass du wirklich auf diesem Platz da hinten bist? Das ist ja ätzend. Ich glaube, in die Richtung ging's. So. Ah ja, ich glaube, das ist der. Ach, guck mal, der Mann ist wieder nicht mehr. Der war gerade kurz bei Bewusstsein. Erwache. Ich halte mich da lieber raus. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. War nicht besonders schlau. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung.
Ja, und wie steht's um ihn? Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte, beeile dich. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.